Unsere gemeinsame Patientin, Frau Hiltrud Aßmann, kam zu uns in die Praxis. Ich habe sie als sehr verzweifelt und traurig erleben müssen, da sie nach einem jahrelangen Krankheitsschicksal durch einen Unfall bedingt nicht mehr in der Lage war, selbstständig auf zwei Beinen zu laufen. Ja, also ich hatte vor 7 Jahren eine Operation, habe ein künstliches Hüftgelenk auf der rechten Seite bekommen und hatte auch keinerlei Probleme damit, bis vor 20 Monaten ein zurückfahrendes Auto mir den betroffenen Oberschenkel samt der Hüftprothese gebrochen hat. Die alte Hüftprothese musste raus, also die beiden Stücke. Es musste dann der Knochen vernagelt und verdrahtet werden und ein neues Gelenk rein, ein längerer Schaft. Ich hatte dann 3,5 Monate Ruhephase im Rollstuhl, durfte also gar nicht belasten. Frau Aßmann habe ich als sehr motiviert und engagiert erlebt, die nicht damit leben wollte, dass sie weiterhin so immobil sein sollte. Daraufhin wurde unter Kollegen, Physiotherapeuten nach alternativen Behandlungsmöglichkeiten gesucht, die sich vielleicht für Frau Aßmann im speziellen Fall idealerweise finden lassen könnten. Dabei sind wir auf das Alter-G gestoßen, das schwerelose Laufen, was es Frau Aßmann zunächst ermöglichte, trotz ihres kranken Beines mit nur einem Teil ihres Gewichtes im wahrsten Sinne des Wortes in die Gänge zu kommen. Frau Aßmann musste am Stück weg 3 Monate zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Das hat Folgen. Insofern Folgen, dass dann ein Gangbild gar nicht mehr möglich war, obwohl die Oberschenkelkonstellation sich stabilisiert hatte, aber wie gesagt, die Glutealmuskeln verfettet sind und ihre eigentliche Funktion, nämlich ein flüssiges Gangbild zu gewährleisten, nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Das heißt, maßgeblich war jetzt ein völlig anderer Therapieansatz für Frau Aßmann, zu versuchen, irgendwie die Glutealmuskeln wieder aufzubauen, dass die Fettzellen da drin sich wieder in Muskelzellen verwandeln. Und das geht nur durch ein konsequentes Lauftraining, was aber bei dem erhöhten Gewicht der Oberschenkelfraktur, der Pseudarthrose, nicht gut getan hätte. Deshalb die Therapie mit Gewichtsreduktion, dem schwerelosen Laufen im Alter-G. Nach nur 10 Wochen habe ich Frau Aßmann wiedersehen dürfen und sie ist jetzt in der Lage, an einem Gehstock unsere Praxis zu besuchen. Das ist ein wahnsinnig großer Behandlungserfolg.